Hallo, herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe des Dialogs mit Helga Zeppler-Rusch heute am Dienstag, dem 17. August 2021. Sonderausgabe deswegen wegen der sich wirklich dramatisch sich vollziehenden Ereignisse in Afghanistan natürlich, die sich stündlich weiterentwickeln mit der Machtübernahme der Taliban in Rekordzeit, mit dem fast fluchtartigen Ausfliegen von diplomatischem Personal und anderen. Deswegen vielleicht die erste Frage: Wie siehst du die Dynamik Augenblick vor Ort? Also wie schaust du auf die Ereignisse in Kabul und was muss jetzt dringend getan werden? Also im Gegensatz zu der Hysterie, die von den Massenmedien verbreitet wird, sehe ich die Entwicklung überhaupt nicht so, wie also viele das eben sehen als Katastrophe. Es ist ein Einschnitt, es ist ein Rieseneinschnitt und in dem Punkt stimme ich mit dem Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, überein. Das ist die schlimmste Niederlage der NATO seit deren Existenz und wir sind in einem Epochenwandel. Aber dieser Epochenwandel kann zu einer vollkommen positiven Entwicklung führen. Also es ist wirklich falsch, was der Maas, der Außenminister Maas, vorschlägt, die Entwicklungshilfe zu kürzen. Genau das Gegenteil ist jetzt richtig, weil die Taliban haben die Macht übernommen. Es hat sich herausgestellt, dass die vorherige Regierung offensichtlich eine Marionettenregierung war. Der Präsident ist anscheinend mit einem Haufen Geld geflohen. Die Armee hat nicht gekämpft. Ganz offensichtlich, weil sie kein Vertrauen hatte in das System, was sie da erwartet hat. Und stattdessen hat die Taliban jetzt eine Amnestie erklärt, also sie wird alle früheren Mitglieder der Regierung und Leute, die denen geholfen haben, nicht verfolgen. Sie hat gesagt, die sollen ihrer normalen Tätigkeit nachgehen. Botschaftsangehörige wären nicht in Gefahr. Und die russische, die chinesische, verschiedene andere Botschaften funktionieren auch. Und also es ist eine andere Dynamik da. Es ist nicht die Situation, wie sie vor 20 Jahren existierte mit der Taliban-Regierung, weil die Taliban selber hat sich verändert. Die afghanische Bevölkerung hat sich mit Sicherheit geändert. Da ist eine völlig neue, junge Generation da. Darauf können wir gleich nochmal kommen. Aber vor allen Dingen hat sich die Gesamtdynamik in der Region geändert. Es gibt die neue Seidenstraße, an der China und Russland ganz eng kooperieren, die jetzt auch ihre Herangehensweise an die Situation koordinieren. Lavrov hat gerade mit Wang Yi, also die beiden Außenminister, haben gerade telefoniert. China hat die neue Seidenstraße seit 2013 auf die Tagesordnung gebracht. Und die gesamte Region ist eigentlich in der Dynamik der Belt and Road-Initiative, also der neuen Seidenstraße. Und die beste Chance, die es gibt, die Situation in Afghanistan zum ersten Mal seit 40 Jahren zu stabilisieren, ist, indem Afghanistan in die Dynamik der neuen Seidenstraße integriert wird. Und das ist ganz klar, der Wunsch und das Angebot der Nachbarn, Russland, China, die zentralasiatischen Republiken, Pakistan, Iran, die alle ein Interesse haben, dass diese Entwicklung sich positiv entwickelt, weil eigentlich ist Afghanistan bisher das einzige Land gewesen, was nicht in diese Entwicklung integriert war, weil eben die USA und die NATO in Afghanistan waren und genau das eben blockiert haben. Also von daher bin ich also absolut optimistisch. Es kann ein Epochenwechsel sein, vorausgesetzt, die Europäer und die USA reflektieren, was war der Grund, warum diese Politik so grottenschlecht gescheitert ist. Und es ist wirklich eine ehrliche Reflexion, was man anders machen muss. Ein Kollege von uns, der beim Schiller-Institut, der quasi Koordinator für die Politik in Südwestasien ist, Hussein Askari, hat auch getwittert, es besteht jetzt wirklich die Chance, das Land aufzubauen im Rahmen einer
Initiative, die Belt and Road, also die neue Seidenstraße, dort wirklich fest zu verankern. Hussein Askari hatte ja auch schon einen entsprechenden Vortrag gehalten auf einer Konferenz des Schiller-Instituts im Juli. Wie stehen die Chancen für dieses Aufbauprojekt, von dem du eben ja auch gesprochen hast? Was sind die Voraussetzungen dafür? Ja, die Voraussetzungen sind wirklich sehr gut, weil, wie gesagt, also es gibt eines der Paradeprojekte der Belt and Road Initiative ist der CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. Und es gibt jetzt schon Abkommen zwischen Pakistan, der früheren afghanischen Regierung, und Usbekistan, wie man diesen Korridor durch Afghanistan bis nach Zentralasien erweitert. Das ist eigentlich spruchreif und kann sofort umgesetzt werden. Und es ist natürlich dann auch notwendig, Afghanistan ist ein Land, was trotz der letzten 20 Jahre, es gab ja kein Nation Building, weder die USA noch die NATO haben irgendetwas getan, um eine wirkliche wirtschaftliche Entwicklung aufzubringen. Die USA haben, ich glaube, insgesamt 2 Billionen Dollar ausgegeben in diesen 20 Jahren. Ich glaube, die Bundesrepublik hat, weiß ich genau, irgendwo 60 Milliarden ausgegeben, primär für Militärausgaben. Hätte man dieses Geld benutzt, um Infrastruktur aufzubauen, Korridore, Industrieparks, die Landwirtschaft entwickelt statt der Opiumproduktion, dann wäre Afghanistan heute ein prosperierendes Land. Bei dieser Afghanistan-Konferenz, die wir weitsichtig vor 2 Wochen abgehalten haben, haben wir alle Programme vorgestellt, die notwendig sind, um Afghanistan sofort zu entwickeln. Der frühere UN-Beauftragte für den Kampf gegen Drogen, ein Italiener namens Pino Arlacchi, der also vor 20 Jahren schon ein Abkommen mit der Taliban-Regierung ausgehandelt hatte, um die Opiumproduktion vollkommen abzuschaffen und durch Landwirtschaft zu ersetzen. Der hat den Punkt gemacht, wenn nur etwa 3 bis 5% der Ausgaben, die in den letzten Jahren für Militär ausgegeben worden sind, für wirkliche industrielle Entwicklung ausgegeben wird, könnte man das Land ganz schnell stabilisieren, die Lebensbedingungen der Bevölkerung massiv verbessern und damit eine zivilisatorische Entwicklung in Gang setzen, die immer das Resultat ist, wenn man ein Land aus der Unterentwicklung durch Infrastruktur entwickelt. Das war in Deutschland so im 19. Jahrhundert, das war in Russland so, in Amerika, weil die Entwicklung von Infrastruktur ist einfach eine pädagogische Weise, wie man sich an Wandel, wie man sich an Fortschritt gewöhnt. Und deshalb ist das wirklich jetzt eine unheimliche Chance, vorausgesetzt diese Reflexion, von der Laschet auch gesprochen hat, ist wirklich ehrlich und man stellt fest, China hat das gegenüber den Entwicklungsländern richtig gemacht und der Westen mit seiner regelbasierten Ordnung hat es vollkommen in Sand gesetzt. Es gibt eine dynamische diplomatische Korrespondenz oder Telefonate im Augenblick. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat mit dem russischen Außenminister Lavrov telefoniert, aber gleichzeitig eben auch Lavrov mit US-Außenminister Blinken, Wang Yi mit Blinken. Es wurden die Gespräche zwischen Russland, China und den USA in Doha zusammen mit Pakistan und den Taliban und anderen gelobt. Sind das positive Anzeichen? Ist es möglich, dass auch die USA, die ja doch die Hauptschuldigen in diesem Chaos dort in Afghanistan sind, unter anderen Vorzeichen mit an Bord geholt werden können? Ja, also das ist natürlich die 64 Millionen Euro Frage, weil natürlich, also man hat es ja in der Vergangenheit gesehen, dass unter dem Vorwort Kampf gegen den Terrorismus haben die USA ja eine Politik verfolgt, die genau zu dem Resultat geführt hat, was wir jetzt sehen. Und ganz offensichtlich wollte das State Department, die wollten einfach diese Politik fortsetzen. Sie haben zum Beispiel Pakistan gefragt, ob es möglich wäre, in Pakistan
US-Basen zu errichten, um einfach weiter in Afghanistan hineinzuwirken. Das hat Imran Khan, der Ministerpräsident von Pakistan, rundweg abgelehnt, weil er sagte, was also die stärkste Militärmacht der Welt, die USA und die NATO, in 20 Jahren nicht geschafft haben, das wird man auch von Basen von Pakistan aus nicht bewältigen können. Also da ist ein Verständnis, dass da ein Wandel passieren muss. Und ich glaube, dass was wirklich jetzt zur Diskussion steht, ist eine Reflexion, dass die gesamte Politik der endlosen Kriege, die Politik, die Blair 1999 in seiner berüchtigten Rede in Chicago begonnen hat, wo er quasi das Ende des Westfälischen Friedens erklärt hat und so praktisch gesagt, jetzt wird das ersetzt durch Interventionskriege, Right to Protect, humanitäre Kriege. Und das war ja in gewisser Weise vor Afghanistan. Und dem sind dann gefolgt die vielen Interventionskriege in Irak, in Libyen, Syrien, Jemen. Und die sind alle gescheitert. Das muss man wirklich sehen. Libyen, das Land, was mit Gaddafi dabei war, Infrastruktur zu entwickeln, diese Infrastruktur weit nach Afrika reinzubringen, ist heute in einem chaotischen Zustand. Syrien ist in einem schrecklichen Zustand, nicht zuletzt durch die Cäsar-Sanktionen. Jemen, eine humanitäre Katastrophe, die zum Himmel schreit. Irak, ohne jetzt Saddam Hussein in den Himmel loben zu wollen, aber sowohl Syrien wie Irak waren mit Saddam Hussein und auch bevor der Krieg gegen Syrien angefangen hat, moderne Staaten, in denen die Regionen ökumenisch zusammenleben konnten. Infrastruktur wurde gebaut, Frauen konnten studieren. Und das Resultat dieser Politik, es ist nicht nur Afghanistan, das ist vollkommen gescheitert. Und das Beste, das absolut Dringende, was der Westen tun muss, ist, sich zu dieser Erkenntnis durchzuringen und zu sagen, die Geopolitik, die im Übrigen ja von den Briten kommt, also das Great Game von Bernhard Lewis, von Mackinder, von Brzezinski, was immer auf diese Region setzte als geopolitisches Schlachtfeld, um praktisch gegen Russland und dann später gegen China eben vorzugehen. Diese Politik muss beendet werden, Geopolitik ist out und an die Stelle muss die ökonomische Kooperation für die wirkliche Entwicklung dieser Länder gesetzt werden. Und dann gibt es keinen Grund, warum nicht alle Probleme wirklich in den Griff bekommen werden können. Unsere Kollegin in Kopenhagen vom Schiller-Institut dort, Frau Michelle Rasmussen, hat uns eine Äußerung des sozialdemokratischen dänischen Außenministers geschickt, Jeppe Kofod, der sagte, was wir jetzt sehen, verlangt von der internationalen Koalition, von der NATO, von uns allen, die wir fast seit zwei Jahrzehnten in Afghanistan im Einsatz sind, Reflexion und eine Gewissensprüfung. Die Realität, die wir erleben, unterscheidet sich völlig von den Analysen. Die afghanische Armee und Regierung waren vielleicht eher eine Fata Morgana als Realität. Was sagst du zu diesen Äußerungen? Ist das nicht, was er sagt, lässt sich das nicht auch viele andere westliche Führungspersonen ausdehnen? Ja, das ist so ein bisschen Schopenhauer, die Welt als Vorstellung. Die Realität ist, dass kein ausländisches Land, weder die Briten noch die Sowjetunion noch jetzt eben die USA und die NATO, es geschafft haben, ihre Werte in ein Volk, was ganz klar eine ganz andere Kultur, Geschichte hat, zu oktroyieren. Also man sieht im Fall von Afghanistan den Untergang dieser Fiktion des Exports von Demokratie und Menschenrechte. Das ist ja sowieso, wenn man mal guckt, was die EU in Bezug auf die Flüchtlinge macht mit Frontex, dann würde ich sagen, ist die Frage von Menschenrechten sowieso eine Farce, die eigentlich immer nur ein Etikett ist für eine ganz andere Politik. Das ist ein langes Thema, darüber könnte ich sehr viel sagen. Ich denke mal, dass die
Überlegung, die von diesem dänischen Außenminister kommt, das wirklich ein Seelensuchen, ein wirklich tief in sich gehen und zu überlegen, ja, was hat sich da eigentlich abgespielt? Das ist wirklich eine Voraussetzung, weil es wird ja immer so diskutiert zwischen über einen Systemwettbewerb mit China. Ja, aber wenn man mal anguckt, China hat die Pandemie viel besser in den Griff gekriegt in China selbst. Sie haben exportiert Impfstoffe, wo der Westen hordet und die Impfstoffe hier bei uns kaputt gehen, hat China zusammen mit Russland massiv diese Impfstoffe exportiert. Wenn man mal anguckt, dass die Maßnahmen, die China ergriffen hat, letztlich weniger radikal waren als die ganzen Lockdowns bei uns. Die freie Marktwirtschaft oder die Privatisierung des medizinischen, also des Gesundheitssystems, hat dazu geführt, dass der Westen überhaupt nicht vorbereitet war. Also egal, wo man hinguckt, oder zum Beispiel die Idee, was die Frau AKK, diese Annegret Kramp-Karrenbauer, sich vorstellt, dass sie mit einer Fregatte der Bayern im südchinesischen Meer Flagge zeigt. Also sowas Absurdes, das kann man kaum sich vorstellen, wie ein ernsthafter Mensch so einen Quatsch erzählen kann. Die Realität ist, dass China mit der neuen Seidenstraße 150 Nationen im Boot hat, weil nicht nur die Chinesen die Armut überwunden haben im eigenen Land, sondern durch ökonomische Kooperation beim Aufbau von Infrastruktur bringt es diesen Ländern zum ersten Mal die Chance, die Unterentwicklung zu überwinden. Während, you know, was bieten die USA an oder die Briten, dass die Länder wie Philippinen oder andere in einen Flugzeugträger für die USA militärischen Ambitionen in der Region verwandelt werden soll. Und es ist einfach mehr im Interesse der Länder, die ja, wir haben doch eine wahnsinnige Situation, eine Pandemie, neue Krankheiten, neuer Ebola-Virus ist jetzt aufgetaucht. Wir haben neue Pilze, die in Krankenhäusern in Amerika sich ausbreiten, die von Menschen zu Menschen übertragen werden, die alle irgendwann mal mit neuen Mutanten von dieser Covid-19 zusammentreffen können. Also wir haben ein Riesenproblem und wir sollten uns wirklich auf die gemeinsamen Ziele der Menschheit konzentrieren, ein modernes Gesundheitssystem in jedem einzelnen Land dieser Erde, weil die Pandemie sonst nicht bekämpft werden kann. Und angefangen mit Afghanistan. Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, wirklich Afghanistan anzubieten, ein modernes Gesundheitssystem, Krankenhäuser, Erziehung für medizinisches Personal. Die Kindersterblichkeit in Afghanistan ist katastrophal. Wir hatten ja eine Konferenz zu dem Thema vor 2 Wochen, was ich Ihnen, unseren Zuschauern, nur wärmstens empfehlen kann. Da haben wir, das war vor zwei Wochen, da war nicht absehbar, dass diese Entwicklung so rapide gehen würde, da haben wir ein Programm vorgestellt, was zu tun ist, um das Problem zu lösen. Und das ist wirklich etwas, was jetzt auf die Tagesordnung muss. Und da sollten Sie einfach sich das angucken. Und wenn Ihnen das zusagt, helfen diese Realität oder diese Perspektive für die Realität auf die Tagesordnung zu bringen. Ja, wir setzen den Link zu der Konferenz vom 31. Juli unter das Video. Es ist wirklich eine ganz spannende Konferenz und es wird nicht nur eine einmalige sein, sondern sicherlich eine in einer Reihe von auch zukünftigen Konferenzen. Ich habe gerade, vielleicht können wir das zum Abschluss vielleicht kurz diskutieren, zum Beispiel auch die Konferenz einem Veteranenverband geschickt und mit einigen oder mit einer Person dort gesprochen. Die sind natürlich auch vollkommen überrascht und sagen, 20 Jahre sind jetzt wirklich für die Katz, ich zitiere mal. Trotzdem, es wird jetzt am 31. hier in Berlin einen großen Zapfenstreich stattfinden. Auch wenn das keine erfolgreiche Mission war, stimmte mir der Veteran dort, Verbandsleiter dort zu, dass man wirklich jetzt hier eine Phase der Aufarbeitung braucht. Gesetzt den Fall, der Veteranenverband würde dich einladen, vor ihnen zu sprechen. Was würdest du ihnen sagen? Ja, gerne.
Okay, dann würde ich sagen, dann lassen uns die Sendung hier beenden. Wir haben sicherlich noch weitere dramatische Entwicklungen vor uns. In der Zeit schauen sich die Konferenz an, schicken Sie uns Ihre Fragen dazu ein. Die E-Mail blenden wir auch unten ein. Gibt es noch irgendein Thema, das du noch dringend ansprechen möchtest? Ja, ich möchte Sie auch noch einladen, eine andere Konferenz anzuschauen, nämlich eine Internetkonferenz, die auch auf Deutsch übersetzt ist, vom 14. August. Das war nämlich ein ganz wichtiges Datum. Der 15. August war das Jahr, der 50-jährige Jahrestag einer historischen Entwicklung. Damals hat nämlich der Präsident Nixon das alte Bretton-Woods-System quasi abgeschafft, indem er die festen Wechselkurse durch flexible Wechselkurse ersetzt hat. Und Lyndon LaRouche, mein späterer und inzwischen verstorbener Ehemann, hat damals eine absolut prophetische Prognose gemacht, indem er gesagt hat, dass wenn man auf diesem monetaristischen Weg fortfährt, dann wird das notwendigerweise zu einer neuen Depression, der Gefahr von einem neuen Faschismus und einem neuen Weltkrieg führen. Es sei denn, man ersetzt das System durch ein vollkommen neues, eine gerechte neue Weltwirtschaftsordnung. Und wir haben dieses Datum der 50 Jahre, die seitdem verstrichen sind, benutzt einerseits, um die fundamentalen Durchbrüche von LaRouche im Bereich der physikalischen Ökonomie anzuschauen. Wir hatten da internationale Redner aus Lateinamerika, USA, Russland, China, Europa. Und das ist absolut fantastisch, weil es zeigt einerseits, dass ein Hunger da ist, rauszufinden, warum die Ökonomen normalerweise Quacksalber sind, warum keiner das vorhergesagt hat, das war nur LaRouche. Er hat mit allen anderen seinen Prognosen seitdem absolut richtig gelegen. Und es bringt die Frage auf, was ist die epistemologische Grundlage, auf der man eine Prognose machen kann, die so akkurat ist. Es hat eben nicht mit Systemanalyse oder Kybernetik oder Informationstheorie zu tun, sondern LaRouche hat gerade diese statistische Methode als vollkommen ungeeignet zurückgewiesen, nichtlineare Prozesse in der physischen Ökonomie zu beschreiben. Und das kann man studieren. Und das werden wir damit auch weltweit verbreiten. Wir haben nämlich eine LaRouche Lebenswerk-Stiftung geschaffen, die jetzt dabei ist, das Gesamtwerk von LaRouche zu veröffentlichen. Band 1 ist schon herausgegeben, der zweite Band kommt in diesem Jahr. Wir werden das Gesamtwerk von LaRouche digitalisieren und jedem zur Verfügung stellen. Und es war also ein absolut begeisternder Dialog zwischen den Rednern im Gang und auch junge Leute, die also total wirklich begeistert sind, die Werke da zu studieren und das Geheimnis der LaRouche-Methode zu erfassen. Also wenn Sie sich was Gutes antun wollen, was nicht in dem üblichen Mittelmaß unserer normalen Politiker angesiedelt ist, dann ist das die richtige Veranstaltung für Sie, die Sie unbedingt anschauen sollen. Also das wollte ich Ihnen doch noch mit auf den Weg geben. Um es Ihnen leicht zu machen, werden wir den Link zu der Veranstaltung dann auch posten, die im Moment nur in englischer Sprache zur Verfügung steht, aber wir arbeiten dran, auch einige Vorträge auf Deutsch zur Verfügung zu stellen. Herzlichen Dank, Helga, zu dieser spannenden Analyse. Wir sehen uns sicherlich in ein paar Tagen oder spätestens nächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis bald. Hallo, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Glockenzeichen zu aktivieren.